Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zum Einschlafen-Podcast Episode 445. Ich bin Tobi. Ich erzähle euch ein bisschen was, damit ihr abgelenkt seid von euren eigenen Gedanken und besser einschlafen könnt. Und danach lese ich euch ein bisschen, eigentlich sage ich es immer andersrum, ne? Ich lese euch heute vor, Alice im Wunderland. Ich bin tatsächlich angeschrieben worden von einer Hörerin oder einem Hörer. Michelle, weiß ich immer nicht. Geht ja sowohl für Jungs als auch für Mädchen, hat gefragt, was eigentlich mit Alice ist. Und dann habe ich mal in meine Liste geguckt und gesehen, oh, letzte Folge, die irgendwas mit Alice heißt, war im Januar. Und dann habe ich da reingeguckt und da war gar kein Alice drin. Die hieß noch falsch. Da war ich das erste Mal auf dieses Stundenbuch von Herrn Rilke getroffen. Und das war so lang, dass ich dann Alice gestrichen hatte. Und seitdem alteriere ich zwischen Rilke und Kant und nicht mehr zwischen Alice und Kant. Alice im Wunderland habe ich also zuletzt im Dezember vorgelesen, der letzten Ausgabe des letzten Jahres, wo ich so Fragen und Antworten drin hatte. Sehr interessant. Und jetzt ist schon Juli, halbes Jahr lang kein Alice. Insofern, und weil ich jetzt das erste Stundenbuch endlich durch habe nach einem halben Jahr vom Herrn Rilke, habe ich mir gedacht, ich gehe wieder dahin zurück, dass ich in jeder Episode Rilke vorlese, aber in jeder Episode eben nur kurz. Und dass dann diese Stundenbücher, von denen noch zwei kommen, etwas länger dauern, ist dann eben einfach so. Meta, Geschwafel. Genau, ich bin Tobi, ich lese euch heute Alice vor. Davor gibt es den Rilke-Teil der Woche, sag ich jetzt. Und davor erzähle ich euch ein bisschen was, damit ihr abgelenkt seid von euren eigene Gedanken besser einschlafen könnt. So ist es doch richtig. Ja, und heute gibt es endlich mal wieder eine Episode, die auf sehr viel Freude stoßen wird, denn es gibt einen Reisebericht. Ein Reisebericht, die kommen mir immer ganz gut an und deswegen ja, freue ich mich. Deswegen freue ich mich, dass ich dieses Jahr ganz viel unterwegs sein werde. Und ja, der erste Reisebericht dieses Sommers kommt aus Amsterdam, beziehungsweise er kommt aus Karkensdorf, aber er handelt von meiner Reise nach Amsterdam. Es begab sich nämlich zu einer Zeit, da die Kinder mit der Jugendfeuerwehr nach Lahnstein gefahren sind. Und tatsächlich habe ich gestern einen Fernsehbericht über diese Jugendfeuerwehr Reise nach Lahnstein gesehen, so eine ganze Woche, von Samstag bis Samstag. Heute kommen sie dann wieder. Ich darf gar nicht heute sagen, wenn ich nicht verraten will, wann ich hier aufnehme. Ich veröffentliche ja nicht mehr direkt nach Aufnahme. Also, ist auch egal. Denen geht's gut. Die sind mit der Jugendfeuerwehr unterwegs, ganz viele Freunde, die ganze Samtgemeinde. Eine Tante von mir, die in Süddeutschland gewohnt hat, hat sich immer aufgeregt, dass es doch eigentlich Gesamtgemeinde heißen muss. Samt ist doch ein Stoff und nicht die Gesamtheit. Also Samtgemeinde Tostedt heißt das. Und hier sind so ganz viele Gemeinden. Die Hauptgemeinde Tostedt ist auch eine Gemeinde. Und die Samtgemeinde bindet halt so mehrere Gemeinden zusammen. Ist irgendwie eine Verwaltungsform, die es anscheinend in Süddeutschland nicht so gibt. Ich weiß gar nicht, ob das was Norddeutsch-Spezifisches ist oder ob sie das noch nicht kannte. Hat relativ viele freiwillige Feuerwehren und viele dieser freiwilligen Feuerwehren, also jeder Ort hat eigentlich, jede Gemeinde hat eine so ungefähr. Und viele davon haben auch Jugendfeuerwehrabteilungen und die sind alle zusammen nach Lahnstein gefahren, weil das irgendwie eine Partnerfeuerwehr ist. Lahnstein, da Koblenz irgendwo die Ecke. Und da sind sie halt für eine Woche. Und das bedeutet, dass, und es sind gerade Sommerferien, und meine Frau Stefanie, die hat sich letztens beschwert, dass ich immer von meiner Frau rede und nie ihren Namen sage, obwohl sie doch einen Namen hat. Dabei mache ich das eigentlich absichtlich, um ihre Privatsphäre zu schützen. Also Steff und ich waren halt eine Woche ohne Kinder und das in den Sommerferien, wo sie eben, also meine Frau Steff, Schließungszeit hat im Kindergarten. Das heißt, sie muss Urlaub nehmen 3 Wochen. Und dann dachte ich mir, wenn meine Frau Urlaub hat und die Kinder weg sind, könnte ich mir auch Urlaub nehmen. Und wir machen zum ersten Mal seit 16 Jahren ein Paarurlaub. Also als Paar, zu zweit, ohne Kinder. Vor 15,5 Jahren ist unsere erste Tochter geboren. Und vor 16 Jahren
Im Frühjahr waren wir das letzte Mal zu zweit im Urlaub. Wir sind durchaus ab und zu mal allein unterwegs auf Feiern oder waren auch letztens mal über ein Wochenende, also über eine Nacht in Berlin, sowas machen wir schon. Aber so Urlaub, so mehrere Nächte, haben wir seit 16 Jahren nicht gemacht. Ja, es bot sich an und weil wir ja nicht mehr so viel fliegen wollen, also eigentlich wollen wir privat gar nicht mehr fliegen, sondern in Urlaub lieber mit dem Zug fahren. Ich habe heute in einem Newsletter von, ich glaube von der Zeit ist der, ist das die Elbvertiefung von der Zeit? Irgendwo stand es drin, dass es jetzt so neue Begriffe gibt, die durch die Klimadiskussion vorkommen. Ein Begriff ist Flugscham, also dass man sich dafür schämt, dass man den Flieger nimmt, obwohl man es gar nicht gemusst hätte, sondern einfach irgendwie nur eine Ausrede dafür braucht. Kreuzfahrtscham gibt es auch, aber es gibt auch Zugstolz. Als Begriff, den hatte ich ehrlich gesagt noch nicht gehört. Ich hatte gerade gelesen, bin ich jetzt stolz darauf, dass ich mit dem Zug in den Urlaub gefahren bin? Nee, ich bin zufrieden, aber nicht stolz. Zugzufriedenheit vielleicht. Und wir hatten nicht mal großartig Verspätung, also minimal, sodass es nicht wirklich ins Gewicht gefallen ist. Nee. Genau, wir wollten mit dem Zug reisen und das bedeutet ja einerseits, dass man irgendwo hinfahren sollte, wo auch ein Bahnhof ist. Und wenn man nicht besonders häufig umsteigen will, dann muss man auch so ein bisschen gucken, wo man denn so hinfahren kann. Und vor 20 Jahren, oder das ist noch länger her, vielleicht ist auch 25 Jahre her, waren meine Frau und ich, als wir noch nicht verheiratet waren, Stefanie und ich, in Amsterdam, mit dem Auto. Auf der Rückfahrt ist übrigens das Auto kaputt gegangen, beziehungsweise hat eine komische Störung gehabt, sodass es ab 70 km/h Geschwindigkeit hat es einen komischen Pfeifton von sich gegeben oder 80 oder so, aus dem Cockpit raus. Es klang so wie so ein Warnton und das war ätzend und dann habe ich irgendwie angehalten und ich war noch recht jung. Also es war, weiß ich, vielleicht war ich 19 oder so. Ja, muss 25 Jahre her sein. Und wusste halt nicht so richtig, was zu machen ist und dann haben wir irgendwo noch gefragt, glaube ich, ich weiß es gar nicht mehr. Zumindest wussten wir nicht, was zu tun ist. Und dann sind wir einfach langsam gefahren, damit es nicht so piept. Und manchmal bin ich dann doch schneller gefahren, um irgendwie einen LKW zu überholen oder so. Und dann hat es wieder gepiept und dann bin ich wieder langsamer geworden. Und irgendwann habe ich beim Überholen, also nach 2 Stunden ätzender Fahrt, bin ich dann doch einmal irgendwie schneller als 130 geworden. Und da hat es aufgehört zu piepen. Da haben wir gemerkt, man muss einfach nur schnell genug fahren, dann geht auch der Piepton weg. Ein Audi 100 Avant war das damals, vor 25 Jahren. Nein, wir sind, haben gedacht, lass uns doch wieder nach Amsterdam fahren, nur für ein paar Nächte, einfach während die Kinder nicht da sind und mit dem Zug hinfahren. Ist auch gar kein Problem. Von Hamburg aus ist es einmal umsteigen in Osnabrück. Bis dahin mit dem ICE und dann von Osnabrück, da fährt so ein Zug vorbei. Aus Berlin kommt er und fährt nach Amsterdam. Und das ist dann Intercity. Geht alles. Und nach Osnabrück sind es von Hamburg aus 2 Stunden und von Osnabrück nach Amsterdam sind es nochmal 3 Stunden oder so. Alles nicht so wild. So, also sind wir am Montag hingefahren. Alles kein Problem. Kommen da am Hauptbahnhof an. Die erste Schwierigkeit war, wie kommt man dort aus dem Hauptbahnhof Amsterdam Zentral überhaupt raus? Da sind nämlich so Drehkreuze, wie wenn man in London in die U-Bahn will oder so, muss man halt sein Ticket vorhalten und dann kann man da durchgehen. Muss man aber auch beim Rausgehen, muss man sich auch auschecken. Und das müssen auch die normalen Bahnreisenden tatsächlich dann direkt vor uns. Schon eine Familie, die nicht genau wusste, wie man da denn jetzt rauskommt. Tatsächlich kann man einfach dann das Zugticket, also den Barcode. Wir haben die online gekauft, die Bahntickets, und da ist ja so ein Barcode, so ein quadratischer Barcode mit drauf und so ein 2D-Barcode, genau. Weil die normalen Barcodes, die auf Flaschen drauf sind, die sind ja 1D sozusagen, also eindimensional. Es ist ja wirklich nur die einkodierte Zahl. Und diese 2D-Barcodes sind halt so Quatsch. Ja, ihr wisst schon, was ich meine. Die muss man einmal drüber halten, dann geht das auf. Also sind wir einfach zu zweit durchgeschummelt, weil wir nicht wussten, ob das nochmal aufgeht, wenn man den gleichen Barcode nochmal davor hält, weil die Fahrkarte war ja durchaus für 2 Personen. Aber wer weiß, ob dieses Gerät das weiß.
Ein bisschen irritierend. Also waren wir nicht die Einzigen, die nicht wussten, wie man da durchkommt. Ich glaube, die Angestellten da, warum stellen sie nicht dauerhaft jemanden dahin, der sagt, ja, du kannst da durch? Und vielleicht waren da auch große Schilder und wir haben die noch nicht gesehen. Naja, das war ganz lustig. So, da waren wir in Amsterdam und mein erster Eindruck, also wie gesagt, es ist 25 Jahre her, dass ich zuletzt da war. Und mein erster Eindruck jetzt war, boah, war das voll. Das war wirklich, also wir mussten einmal quer durch die Innenstadt, wirklich so gerade durch zu unserem Hotel. Und so diese erste Strecke, weil man so aus dem Bahnhof raus Richtung Süden dann halt so durch die Innenstadt durchgeht, das ist halt rappelvoll. Da sind ganz, ganz viele Menschen gewesen. Es war am Montag. Wir sind am frühen Nachmittag da angekommen und es war ja alles voller Touristen. Also wahrscheinlich Touristen, genau wie wir. Also es ist echt was los. Und das war unangenehm. So, dann gehen wir da durch diese Hauptstraße, keine Ahnung, ich weiß gar nicht mehr, wie sie hieß. Und ich habe mich erstmal echt unwohl, also es war auch nicht interessant. So klar, links und rechts irgendwie so Coffeeshops, das riecht dann halt interessant, aber es war irgendwie so, ja, ansonsten sind hier die gleichen Läden wie in Hamburg und in anderen Großstädten. Das war irgendwie so, ach, was macht man denn hier? Und es dauerte dann aber halt auch wirklich nur die Viertelstunde, die wir da durchgelatscht sind, bis wir dann da so ein bisschen rausgekommen sind. Da ist so ein Platz, der heißt Damm und dahinter wurde es dann schon ein bisschen ruhiger. Und unser Hotel war das American Hotel Amsterdam. Das war, oder das ist am Leidse Gracht Dingsbums, Leidse irgendwas, Leidse Platz, was auch immer. So 3 Minuten zu Fuß vom Rijksmuseum entfernt. Hatten wir uns ausgesucht, ein bisschen teurer, als wir so normal in Hotels gehen. Also eigentlich gehen wir gar nicht in Hotels, sondern in Ferienwohnungen und suchen uns günstige Sachen aus. Aber es waren nur 4 Nächte. Wir sind von Montag bis Freitag da gewesen und da habe ich gedacht, ach, ich schlafe immer in so tollen Hotels, wenn ich mit der Firma unterwegs bin. Warum soll meine Frau nicht auch mal in einem tollen Hotel ein paar Nächte schlafen? Und habe ich gleich mit Frühstück, weil ich dachte, oh, teures Hotel hat bestimmt tolles Frühstück. Dort von Montag bis Freitag gebucht. Das war dann dieses Hotel, also von außen total schön. Das ist so ein 100 Jahre alter Backsteinbau. Wirklich sehr schön aufgemacht. Unten drin sind so ein Café und eine Bar. Und das Café hat so große Fenster, die oben auch noch so mit bunten Fenstern irgendwie, Fensterbildern geschmückt sind. Davor ein großer Brunnen, wo 2 Fische irgendwie Wasser spucken und Muscheln irgendwie sehr laut plätschern lassen. Alles toll. Dann werden wir in unser Zimmer geschickt, Zimmer 540. Sag ich extra dazu, weil wenn ihr jemals in dieses Hotel kommt, nehmt nicht Zimmer 540, es sei denn, ihr mögt es muckelig. Das ist also ganz oben gewesen. Die Wände schon so ein bisschen angeschrägt auf den Gängen dahin, also sehr, sehr beengt. Und das Zimmer extrem klein, also wirklich klein, sodass man sich eigentlich nicht dran aufhalten möchte. Ein Bett, so ein Doppelbett. Und also man kommt rein, es steht so direkt an einem Tisch. Ich würde nicht mal Schreibtisch dazu sagen, ein bisschen zu klein dafür. Und rechts ist das Bett und das war's. Und links ist dann noch ein Badezimmer. Kaum Schrank irgendwie. Und vor allem auch kaum Fenster. Also an der einen Seite ist oben so ein Fensterband. Das war allerdings in 2,10 Meter Höhe fing das an und in 2,30 Meter Höhe hört es auf, weil da ist auch schon die Zimmerdecke so ungefähr. Also ein sehr schmales Fensterband, wo ich aber selbst nicht rausgucken konnte, weil ich zu klein war, sondern ich musste mich aufs Bett stellen, um da rauszukommen, gucken. Und dann war in der Dachschräge, war auch noch ein kleines Fenster, so eine Dachluke. Da kam man aber gar nicht ran, weil da der Nachttisch davor stand. Da musste man sich dann da durchschlängeln, um dann da mal rauszugucken. Wirklich, wirklich suboptimal. Und für den Preis habe ich mich dann ganz schön geärgert, weil, okay, ich habe ein kleines Doppelzimmer gebucht. Das war jetzt nicht die Suite, die ich gebucht habe oder so. Aber so klein und ohne Fenster, also ohne richtige Fenster, sodass man irgendwie nicht rausgucken konnte, war schon echt doof. Da haben uns dann den Nachmittag über, während wir dann durch Amsterdam geturnt sind,
überlegt, was machen wir jetzt mit dieser Situation? Haben uns halt beide über dieses Zimmer geärgert, haben uns nicht wohlgefühlt. Und die Lösung war dann, dass wir überlegt hatten, wenn wir dann zurückkommen, dann fragen wir mal, ob es nicht ein anderes Zimmer gibt, weil wir da dann doch so ein bisschen enttäuscht waren. Und das haben wir dann gemacht, haben auch sehr freundlich gefragt und irgendwie waren die gar nicht so überrascht, hatte ich den Eindruck. Und die Kollegin, mit der wir gesprochen hatten, also die, mit der wir gesprochen hatten, war erst einen Monat da und die andere sagte so, ja, ich habe da noch eins, auch klein, aber mit einem kleinen Balkon. Das war dann das Zimmer 123, 123, haben sie uns dann reingeführt. Und das war tatsächlich auch klein, aber zumindest schon mal so geschnitten, dass wenn man reinkommt, so ein kleiner Gang ist, wo dann das Bad abgeht. Und dann ist da ein Raum, der so ein bisschen geräumiger wirkte, also eigentlich auch im Wesentlichen Bett. Aber dann die hintere Wand war halt komplett Glasfläche mit einer großen Tür, dass man rausgehen konnte. Da war halt ein kleiner Balkon und dann saß man quasi im ersten Stock über dem Café und schaute halt auf diesen eben erwähnten Fische-Springbrunnen. Der Nachteil des Zimmers war natürlich, dass es recht laut war, weil da war direkt dieser Platz. Der Brunnen, das klingt so wie so ein Regenbruch. Das ist also ein sehr lautes Geplätscher. Und dann fährt halt ständig die Tram vorbei und das klingt dann nach Gewitter. Also es war natürlich dann der Nachteil, dass es ein bisschen laut war. Aber das haben wir sehr gerne in Kauf genommen, dafür, dass wir einfach ein bisschen mehr Licht hatten, ein bisschen rausgucken konnten, sogar auf dem Balkon sitzen konnten. Da waren halt zwei Stühle und ein Tisch. Absolut groß genug, um sich irgendwie ein bisschen drauf aufzuhalten und da zu lesen. Bierchen zu trinken haben wir da auch gemacht. Das war dann auf einmal, also das, mit dem Zimmer waren wir sehr einverstanden. Auch wenn ich da immer noch sagen würde, für den Preis, na, weiß ich nicht. Vielleicht ein Ticken zu teuer. Und wo ich jetzt gerade am Lästern bin über das Hotel, könnte ich das vielleicht noch eben durchziehen. Also was heißt Lästern? Ich war zufrieden, aber nicht begeistert und nicht wirklich glücklich. So, dass ich da nicht nochmal hingehen würde, außer irgendwie geschäftlich, wenn ich irgendwie was da... Die haben auch so Konferenzräume, das kann man dann sicherlich mal gucken, ob die vielleicht ganz gut sind. Aber privat suche ich dann doch eher was entweder günstig und gut genug ist oder was teuer ist und mich halt wirklich begeistert. So, der Raum war es schon mal nicht. Das Frühstück war es leider auch nicht. Das war auch recht teuer. Also wenn man das einzeln gebucht hätte, war das über 20 Euro, vielleicht sogar 30 Euro. Und dafür gab es ein ganz kleines Buffet mit irgendwie zwei Sorten Käse, Gouda und Ziegenkäse. Und dann gab es da irgendwie ein paar Aufschnittsachen, aber auch nicht viele. Esse ich ja auch gar nicht mehr. Aber dann ein bisschen Obstsalat, ein bisschen Müsli mit Joghurt und dann so dieses englische Frühstück, also so Rührei, gekochte Eier, Speck, Würstchen, Bohnen und gegrillte Tomaten und Pilze. Das Rührei war aus Trockenei angerührt und ungenießbar. Beim ersten Tag habe ich es gegessen, beim zweiten Tag habe ich es nochmal probiert und einfach gelassen. Und dann dieses herzhafte Frühstück einfach ganz sein gelassen. Die Brötchen waren gut und es gab halt noch so ein paar süße Sachen, irgendwie so ein paar Donuts, aber die waren dann auch immer schnell weg und so ein paar Croissants und so, alles nicht so richtig toll. Also da war nichts dabei, was mich irgendwie begeistert hätte. Ich kenne das von Hotels aus dieser Preisklasse. Also ich sag mal, das kleine Zimmer kostet pro Nacht halt sowas wie 200 Euro. Und das, ja, wenn man dann noch so viel Geld für ein Frühstück dazu nimmt, dann hatte ich so gehofft, dass da jemand ist, der mir ein Omelett macht. Das kenne ich aus teureren Restaurants, dass man das durchaus im Frühstücksbuffet hat, dass da jemand steht, ein paar gerührte Eier da stehen hat und dann ein paar Zutaten da sind und dann kann man da halt sagen, hier, ich hätte gern die und die und die Zutaten und dann macht er dir ein Omelett. So. Das ist Luxus, durchaus. Vielleicht ist das dafür noch zu klein oder zu günstig, das Hotel, aber ich fand das irgendwie, ja, hätte das, ich weiß auch nicht. So, auf sowas hatte ich mich gefreut oder irgendwie irgendwas Besonderes an diesem Frühstück, aber da war nichts Besonderes. Das Einzige, was mir wirklich sehr gut gefallen hat beim Frühstück, war der Kaffee.
Beziehungsweise man wird halt gefragt, ob man Tee oder Kaffee möchte. Am ersten Tag habe ich Kaffee gesagt und kriegt man so einen ziemlich normalen, mittelmäßigen Filterkaffee. Am zweiten Tag habe ich einfach mal Cappuccino gesagt und dann habe ich auch Cappuccino bekommen. Und der war fantastisch. Also der war wirklich gut. Der kam halt dann auch direkt aus dem Café. Und ich glaube, das ist tatsächlich eher so ein höherwertiges Café. Warum die so ein mittelmäßiges Frühstück anbieten, weiß ich nicht. Und um die Hotelkritik gleich abzuschließen, das Hotel wird beworben mit Fitnessraum und Sauna. Und da habe ich dann am Mittwoch, hat es glaube ich geregnet, am Mittwochnachmittag habe ich gedacht, ja, dann gehe ich halt in die Sauna. Habe mir meine Sportsachen angezogen, damit, weil ich dachte, vielleicht laufe ich erst noch ein paar Runden auf dem Laufband oder mache ein bisschen Sport und gehe dann in die Sauna. Und bin dann da runter. Musste mich noch durchfragen, weil natürlich nicht jeder Aufzug in den minus ersten Stock führt. Bisschen, ja, es ist halt so ein bisschen verwinkelt. Eigentlich ganz schön, ich mag das. Also es ist wirklich so, auch das Treppenhaus. Also wir sind dann in den ersten Stock natürlich immer durchs Treppenhaus gegangen. Da stehen halt alte Kommoden und eine Chaiselongue und keine Ahnung was, irgendwie so alte Möbel stehen da rum und zwei schöne Sessel mit einem Schachbrett dazwischen und so. Das ist schon ganz nett gemacht, aber man findet sich dann auch nicht so richtig zurecht. Als ich dann endlich den Fitnessraum gefunden hatte, habe ich ein bisschen gestaunt, denn der war wirklich winzig. Da standen drei Ergometer, ein Laufband, ein Fahrradergometer und noch irgendwas, so ein Stepper oder so. Und irgendwie drei Kraftgeräte, so ein Latzug und eine Bank oder, ja, ich weiß auch nicht, irgendwie so Muskel-Bodybuilding-Geräte. Aber auch jetzt nicht so ein Kombi-Gerät, sondern irgendwie eher so einfache 80er Jahre, keine Ahnung was. Und dann lag da noch so ein großer Ball und eine Matte, aber es war gar kein Platz, um mit dem Ball und der Matte irgendwas zu machen, weil das halt der kleine Raum schon mit den Geräten vorgestellt war. Und dann war da die Sauna einfach direkt mit dran an diesem Fitnessraum. Das heißt, wenn man in die Sauna gehen wollte, und ich gehe üblicherweise nackt in die Sauna, dann kann man eben bei den Sportlern vorbei sozusagen. Zum Glück war da sonst niemand. Also ich war halt ganz allein in diesem Raum. Das heißt, ich war kurz auf dem Laufband. Das hat für mich nicht so funktioniert, weil es irgendwie die Geschwindigkeit nicht konstant genug gehalten hat. Und dann habe ich gedacht, ach scheiß auf Laufen, ich gehe jetzt in die Sauna. Und musste mich dann halt quasi direkt neben dem Laufband, musste ich mich dann nackig machen und dann in die Sauna gehen. Und ich war, also ich glaube, wenn da Leute Sport gemacht hätten, wäre ich nicht in die Sauna gegangen. Das hätte einfach nicht gepasst, weil auch die Dusche, wo man sich dann abduschen konnte nach der Sauna, war halt nur durch so eine Schwingglastür irgendwie von dem Sportraum getrennt, sodass man also ja doch sehr präsent war dort. Das weiß ich nicht. Finde ich nicht angemessen. Also braucht man dann nicht also dann würde ich die Sauna lieber rausbauen oder keine Ahnung was, oder nur Sauna anbieten und die lächerlichen Fitnessgeräte da rausnehmen. Stattdessen ein paar Liegen hinstellen, weil es gab auch keine Möglichkeit, nach dem Saunagang sich irgendwo auszuruhen und ein bisschen auszuschwitzen oder ein bisschen, ne, ein bisschen Luft zu holen. Ich will ja nicht hochfahren und dann in der Lobby von diesem, in Anführungsstrichen, Nobelhotel stehen mit meinem Badeanzug. Hätten sie wahrscheinlich auch sehr pikiert geguckt. Ja, also das war ein Satz mit X. Insofern kann ich euch dieses Hotel leider nicht empfehlen. Die Lage war toll. Die Lage war wirklich fantastisch. Da ist ja irgendwie so, Amsterdam ist ja sehr, sehr halbkreisförmig aufgebaut, zumindest die südliche Seite vom Fluss. Und da gibt es dann halt die Herrengracht, die Kaisergracht und die Prinzengracht, die irgendwie so im Halbkreis die Altstadt und die äußeren Bezirke irgendwie so einzingeln. Und ich weiß gar nicht, wie die hieß, die Leitzegracht, die dann irgendwie darum geführt. Zumindest waren wir halt ziemlich dicht an so der nächsten Gracht nach der Prinzengracht und konnten halt sowohl die Innenstadt als auch die Museumsinsel, beziehungsweise Museumsinsel heißt es in Berlin, ne? Also den Museumsbereich, dann konnten wir alles ganz gut fußläufig erreichen. Also dafür war es dann ganz gut.
Ja, was haben wir denn da jetzt gemacht? Am Montag, wie gesagt, kamen wir im Hotel an, haben unsere Sachen da gelassen, sind dann erstmal losmarschiert. Wir hatten als Reiseführer einen, der so ein paar Wanderwege, Spazierrouten vorgeschlagen hatte. Ich weiß es gerade gar nicht, wie der heißt. BDK Smart hieß der, glaube ich. War eigentlich ganz gut. Hat so ein paar Sachen vorgeschlagen, wo man so längs gehen sollte. Und dann sind wir einfach mal so in den Westteil der Stadt an irgendeiner Gracht längs gelatscht. Und das ist halt, Amsterdam ist eine wirklich, wirklich schöne Stadt. Das ist wirklich, also die Häuser sehen alle aus wie in Lüneburg. Also wunderschöne Fronten, schöne Giebel und alles sieht also so sehr pittoresk aus. sehr malerisch. Und mit den Grachten, wo dann kleine Schiffe rüberfahren, eine Bootsfahrt haben wir nicht gemacht. Ist aber, glaube ich, echt ganz nett, weil es liegen halt auch ganz viele Hausboote dann an den Grachten und das macht einfach Spaß, sich da irgendwie alles anzugucken. Ist auch alles sehr liebevoll gestaltet. Vor fast jedem Haus gibt es ein kleines Blumenbeet und überall blüht es. Also auch auf den Brücken über die Grachten sind lauter Blumenkästen und alles blüht. Wir waren das natürlich auch im Sommer da, aber ich glaube, die legen da schon sehr viel Wert darauf, dass die Stadt bunt und blühend und schön ist. Und dann ja, sind wir da so Richtung Westen hoch marschiert, haben irgendwie in Läden reingeguckt und hier und da. Und auf einmal finden wir den einen Laden, den meine Frau unbedingt dort besuchen wollte. Und das ist Property Off. Den gibt es auch in Hamburg. Es ist aber tatsächlich ein Amsterdamer Laden. Also in Amsterdam hat der erste Property Off aufgemacht. Dann haben sie in Hamburg eine Zweigstelle und jetzt noch einen zweiten in Amsterdam gemacht. Relativ kleine Kette. Die machen Rucksäcke im Wesentlichen, Taschenrucksäcke. Bieten aber darüber hinaus noch so ein paar weitere schöne Sachen einfach an. Also meine Frau kauft da, ich sage schon wieder meine Frau, also Stefanie kauft da ganz gerne diese Travelers Notebooks. Das sind so in Leder gebundene japanische Notizbücher, Tagebuchartig. Und da gibt es halt so verschiedene Einsätze, was man da so reinhängen kann. Verschiedene Papierarten, aber auch so Bilder, Taschen und sowas. Und dazu gibt es da passend wunderschöne Stifte, Füller, Lineale und alles, was man so braucht, um ein schönes Tagebuch zu führen. Steff macht ja diese, wie heißt das? Diese Art von Tagebuch führen, habe ich schon mal erzählt, habe ich schon wieder vergessen. Naja, wo man sich auch so Tracker einrichtet und so. Komme ich bestimmt gleich wieder drauf. Genau, und das gibt's da. Und dann gibt's da noch Uhren. Schicke Uhren aus Holz. Also so Holzgehäuse. Und Duft gibt's da zu kaufen. Und in Hamburg gab's auch Rum. Den gab's da jetzt nicht. Aber genau, also einfach so ein paar schöne Sachen. Das ist total nett, da reinzugehen und sich das irgendwie anzugucken. Und irgendwie, man kriegt auch erstmal einen Espresso angeboten, wenn man da drin ist. den muss man dann noch nicht bezahlen, zumindest nicht, wenn man da was kauft. Wahrscheinlich kaufen die meisten Leute dann irgendwas, wenn sie einen Espresso dort trinken oder Cappuccino. Ich finde es die Idee, dass da halt so ein Laden mit schönen Sachen ist und dann steht da auch eine richtige Espresso-Maschine und man kriegt halt einen guten Kaffee angeboten, finde ich total gut. Also ist bestimmt sehr zuträglich dem Geschäft. Da haben wir abgelehnt, aber wir sind ein bisschen ins Gespräch gekommen, weil ich halt sagte, ja, wir kommen aus Hamburg und kennen den Laden da und deswegen wollten wir, ja, ach so, ja, der Laden in Hamburg, der ist ja auch sehr schön und er ist dann auch öfter da. Also eine relativ kleine Firma, glaube ich, Property Off, aber ja, also sehr, sehr herzlich und sehr warm. Und dann hat er uns halt noch einen kleinen Stadtplan gegeben, der halt auch von Property Off gestaltet war mit so Markierungen, wo schöne Straßen mit schönen Boutiquen und ja, und schönen Läden sind. Und außerdem noch eine Reihe von Empfehlungen, wo man denn essen gehen kann und wo man denn, welche Cafés denn schön sind. Also so der schöne Stadtplan sozusagen. Schöne Idee, haben wir mitgenommen und dann gleich mal geguckt. Wir hatten an dem Tag noch gar nichts gegessen, wo man denn in der Nähe von diesem Property of
was zu essen kriegt. Und dann haben wir uns ein indonesisches Restaurant ausgesucht. Indonesien war ja Kolonie von den Niederlanden. Und deswegen gibt es viele indonesische Einflüsse, Restaurants, keine Ahnung was, Kultur, ist da einiges. Und da hatte ich schon Lust zu. Haben wir uns halt ein indonesisches Restaurant ausgesucht. Und ja, das war lecker. Also wir mussten noch bis 18 Uhr warten, bis sie ihn aufgemacht haben. Und dann füllte sich der Laden aber sehr, sehr schnell. Und wir haben dann so eine Reistafel uns gegönnt mit Saté-Spießen vorweg. Und das war sehr lecker. Genau. Dann sind wir gut gesättigt nach Hause, beziehungsweise ins Hotel. Haben uns beim Albert Heijn, das ist so eine Supermarktkette, Albert Heijn to go, ist irgendwie direkt in der Nähe vom Hotel gewesen, haben uns noch lokales IPA und Double Bier gekauft und das dann im Hotel getrunken. Das war sehr nett. Zatte hieß das, eine Brauerie. Zatte, sehr, sehr lecker. Leider stark, irgendwie so 8%, so ein Doppel, keine Ahnung. Aber naja, ist dann ja auch egal, wenn man eh schon im Hotel ist und direkt einschlafen kann. Dienstag haben wir wieder so eine Mordswanderung gemacht. Und ehrlich gesagt weiß ich gar nicht mehr so genau, wie wir da gelaufen sind. Was haben wir denn am Dienstag eigentlich gemacht? Ich sehe gerade, ich rede auch schon wieder eine halbe Stunde über Hotel und den ersten Tag. Das wird wieder so ein Reisebericht über mehrere Episoden. Leider stehen dann schon die nächsten Reisen an. Wie kriege ich das alles hin? Ich habe wirklich vergessen, was ich am Dienstag gemacht habe. Vielleicht sollte ich mir in meine Fotos gucken. Ich kann kurz über Fotografie erzählen. Ich hatte nämlich eine Strategie. Ich wollte viele Fotos machen. Vor allem hatte ich noch Filme von Silbersalz. Silbersalz ist eine Firma, so ein Startup. Die bieten 35mm, also Kleinbildfilme an, in Filmmaterial, also aus dem Filmmaterial, mit dem Kinofilme gemacht werden. In unterschiedlichen Lichtempfindlichkeiten für Tageslicht und Kunstlicht. Und dann haben sie halt zu jedem Film, haben sie dann Beispiele, welche Kinofilme damit dann gedreht sind. Und da hatte ich mir mal ein paar Filme zukommen lassen. 8 Stück, also von jeder Sorte Film, die sie hatten, irgendwie eine. Und die lagen halt noch rum, die hatte ich noch nicht benutzt. Und dann dachte ich, muss ich langsam mal machen. Und habe dann 4 Filme, also in unterschiedlichen Empfindlichkeiten, ISO 50, 500 und 250er waren es, glaube ich. Ah, jetzt weiß ich auch wieder, was wir am Dienstag gemacht haben. Sehr gut. Genau. Also die Strategie war, ich habe meine Analogkamera mit, also meine Nikon FM. Und die Z6, die digitale, wollte ich natürlich auch mitnehmen. Das heißt, ich bin irgendwie ziemlich bepackt mit 2 Kameras, jeweils an Gurten links und rechts. Und dann auf dem Rücken noch ein Rucksack, wo dann das Stativ dran ist, weil ich ja auch noch irgendwie mit dem ND-Filter Langzeitaufnahmen machen wollte, bin ich dann durch die Stadt geturnt. Und die Idee war, dass ich auf den Analogfilmen möchte ich nur interessante Bilder machen. Wenn ich mit den Digitalkameras unterwegs bin, mache ich auch viele wirklich langweilige, austauschbare Bilder. Also wenn man ein Haus fotografiert, das schon 1000 andere Leute fotografiert haben, oder sich das Rijksmuseum zum Beispiel, dann ist es halt schwierig, da ein besonderes Bild draus zu machen. Wenn man allerdings irgendwas im Vordergrund hat, irgendein Subjekt, dann macht das Bild halt besser. Vordergrund macht Bild gesund, ist so ein Merksatz, den man dazu hat. So, das heißt, ich hatte mir gedacht, ich versuche mal mit der Analogkamera nur interessante Bilder zu machen, Bilder mit einem Vordergrund. Zur Not habe ich halt Steff gebeten, zu posieren oder da irgendwie im Bild rumzustehen oder keine Ahnung was. Ich habe dann irgendwas gefunden, was irgendwie in den Vordergrund passte, damit ich den Hintergrund fotografieren konnte oder auch ja, den Hintergrund verschwommen lassen konnte. Und für alle anderen Bilder, wo ich halt keinen Vordergrund hatte oder wo ich dachte, das ist vielleicht gar nicht so interessant, habe ich dann die Digitalkamera genommen und
Interessanterweise hat das dazu geführt, dass ich wirklich sehr viel mehr Bilder mit der Analogkamera gemacht habe als mit der Digitalkamera. Ich wollte ja auch viele Filme vollknipsen, ich habe es gar nicht geschafft. Es sind nur 2,5 Filme voll geworden. Aber mit der Digitalkamera habe ich deutlich weniger fotografiert, weil mir dann auch klar geworden ist, ja, warum soll ich das Bild denn überhaupt machen, wenn ich schon weiß, dass es langweilig ist. Wie auch immer. Dienstag sind wir losgelatscht Richtung Osten, denn das erste Ziel war der Botanische Garten. Das Wetter war sehr gemischt angesagt, aber am Dienstag war es dann sehr schön. Und dann war da halt der Botanische Garten und direkt daneben ein Park mit einem Holocaust- oder Auschwitz-Memorial, und das wollte ich mir gerne angucken. Und ja, der Botanische Garten, also das Wetter war so gut, dass wir dann gedacht haben, dann lass uns da doch reingehen. Sah sehr interessant aus. Und das haben wir dann gemacht. Und das war super. Das war richtig toll. Wenn ihr in Amsterdam seid und ein schönes Wetter ist, dann geht da ruhig rein. Es gibt zwar auch ein paar Innengebäude, es gibt da so Multiklimazonen, also so einen Raum, der wirklich so tropisch heiß und feucht ist, und dann eine Wüste, warm und trocken, und dann, ja, also Palmen und alles Mögliche. Und es gibt halt einen großen Außenbereich und noch ein Schmetterlingshaus, und ach, es gibt wirklich für relativ geringe Grundfläche gibt es eine ganze Menge zu sehen. Also man kann sich ja locker 1,5, 2 Stunden aufhalten und durchgehen und staunen und gucken. Riesengroße Ginkgo-Bäume haben wir da gesehen. Und ja, also ein sehr alter botanischer Garten auch. Also schon irgendwie im 17. Jahrhundert angelegt von irgendwelchen Mönchen, die Kräuter angebaut haben. Und diesen Bereich mit den Kräutern, also den gibt es heute wieder oder immer noch, wo man was über Kräuter lernen kann. Leider dann auf den Infotafeln nur auf Niederländisch. Davon versteht man als Norddeutscher natürlich ein bisschen was, weil es, ja, Niederländisch ist ja auch irgendwie recht nah am Plattdeutschen oder am Englischen. Also es geht, man kann ein bisschen was verstehen, aber eben nicht alles. Und ja, also ein wirklich toller botanischer Garten. Da habe ich dann auch ein bisschen digital fotografiert, weil so Schmetterlinge, da verballert man ja doch irgendwie relativ viele Bilder, bis man dann ein schönes dabei hat. Genau, und sind wir weitergelatscht durch diesen Park durch. Das Auschwitz-Denkmal ist irgendwie erstaunlich klein. Große Spiegelplatten, also kaputte Spiegel in den Boden gesetzt, so dass, wenn man da reinguckt, der Himmel halt für immer kaputt ist. Fand ich ein schönes Bild, aber irgendwie war der Ort so beliebig und klein. Also es war mit wenig Bedeutung da irgendwie aufgeladen. Aber wenn man dann die Infotafel liest, dass unter diesen kaputten Spiegelplatten halt Urnen mit Asche der in Auschwitz ermordeten Juden liegt, naja, das war schon gut, da vorbeizuschauen und einen Moment irgendwie dran zu denken. Ich meine, in Amsterdam ist natürlich das Anne-Frank-Haus der bekannteste Ort, wo man an die Ermordung der Juden und das Dritte Reich denken kann. Aber es gibt sehr, sehr viele Orte. Also es gab halt wirklich auch sehr viele Juden in den Niederlanden, bis dann 1940 die Deutschen da eingefallen sind. Ja, war ganz gut, da reinzugucken. Wir sind dann trotzdem weitergegangen und zum Science Museum, wie hieß das noch? Relativ dicht dann wieder am Hauptbahnhof. Also ein Stück östlich vom Hauptbahnhof ist dann das Science Museum. Ich muss gerade mal eben nachgucken, wie das hieß. Wir waren nämlich gar nicht drin, sondern wir waren nur drauf. Und das ist cool. Also es war halt wirklich ein wunderschöner Tag. Sonnig und klar. Und wir sind dann Nemo heißt es. Genau. Da so längs gelatscht. Und das Museum ist so ein, sieht aus wie ein Schiffsbug, der so Richtung Fluss guckt. Und der erhebt sich dann so aus dem Boden. Rechts davon oder östlich von dem Museum ist noch das Schifffahrtsmuseum, wo die Amsterdam liegt. Kann man dann auch ganz gut sehen. Also ein großes Segelschiff. Und
Ja, auf dieses Nemo kann man halt oben rauf und oben drauf sind dann noch so ein paar Wasserspiele und Energie, Installationen, wo man irgendwie so Muskelkraft gegen Sonnenkraft messen kann und ein bisschen, ja, also vor allem ist da ein Café, dann kann man sich da auch ein Bierchen holen und ein bisschen was zu knabbern und oder was zu essen. Und es war halt ein sehr sonniger, schöner Tag und es war so eine ganz entspannte Atmosphäre. Die Kinder haben da im Wasser gespielt, also da alle irgendwie Hose aus, Schuhe aus und dann so in Unterhose da durchs Wasser getobt. Und das war irgendwie total schön, also wirklich angenehm da. Wir hatten halt, wie gesagt, auch schon ein paar Schritte gemacht, die schöne Zeit da in dem Botanischen Garten gehabt und sind dann da hoch gestiefelt und haben da einfach eine sehr schöne Pause gemacht und uns ja einfach am Wetter erfreut. Das war gut. Dann sind wir noch weitergelaufen, wieder am Hauptbahnhof vorbei und auf die Nordseite. Da gibt es Fähren, die über den Fluss, IJ heißt der Fluss, also Ei, glaube ich, ne? Spricht man das aus, einmal rüber. Sind leider nicht in die Fähre gestiegen, die dann direkt dahin geführt hat, wo wir hin wollten, sondern sind dann weiter rechts gelandet und mussten ein bisschen laufen. Aber es gibt ein Filmmuseum, das Eye heißt, und ein Adam Lookout, ein Hochhaus, wo man halt hoch kann und oben gibt es Schaukeln, mit denen man dann über den Rand des Hochhauses rüberschaukeln kann. Das haben wir nicht gemacht. Wäre auch nichts für einen Einschlafen-Podcast. Ist, glaube ich, sehr nervenkitzelnd, die Sache. Aber allein schon da hochzufahren auf diesen Aussichtsturm war recht teuer und irgendwie waren wir schon auf dem Nemo drauf und haben da ein bisschen Aussicht gehabt und ja, haben uns dann nicht gegönnt. Stattdessen haben wir da einfach nur ein bisschen rumgehangen, ein paar Fotos gemacht von dem Fluss mit ND-Filter und Langzeitbelichtung und da einfach ein bisschen die Gegend genossen. Pommes gegessen haben wir da. Also bei dem Café Dupont heißt es, glaube ich. Ne, links davon, rechts davon war ein Pommesladen, wo es so Öko-Pommes gab. Pont Neuf hieß das. Sehr leckere Pommes mit Erdnusssoße und Mayo und frischen Zwiebeln. Also ich kenne Pommes Spezial mit Ketchup, Mayo und frischen Zwiebeln, aber Amsterdam hat, wie gesagt, starke indonesische Einschläge und da gibt es dann natürlich Erdnusssoße. Sehr, sehr lecker. Ja, und das war es, glaube ich, am Dienstag sind wir dann zurück. Haben noch irgendwo, was haben wir da eigentlich noch gegessen? Achso, da haben wir uns im Hotel ein bisschen erholt und sind dann Burger essen gegangen. Holgi hatte mir die. Sind wir da Burger essen gegangen? Ich glaube ja. Genau. Die App Spotted by Locals irgendwie empfohlen. Und da haben wir dann einen Burgerladen ausprobiert. Der war aber gar nicht so toll. Brauche ich euch nicht zu empfehlen. Also diese Spotted by Locals App, die ist so. Na, kann man machen, aber muss man auch nicht. Late the Plane heißt der Platz natürlich vor dem Hotel. Jetzt, wo ich hier Google Maps vor mir habe, kann ich da nochmal durchbrowsen, wo wir überall waren. Brauchte ich eben, um nachzugucken, wie das Hotel hieß. Ja, für Mittwoch und Donnerstag hatten wir uns jeweils Museen vorgenommen. Am Mittwoch waren wir im Rijksmuseum. Und das ist groß. Da kann man echt viel Zeit verbringen. Ich glaube, wir waren 4 Stunden, 5 Stunden in dem Museum. Nicht ganz so lang wie im MoMA in San Francisco. Da war ich irgendwie 6 Stunden, aber bestimmt 4 Stunden haben wir uns da aufgehalten. Leider war das Café viel zu voll. Also man konnte nicht zwischendurch was essen. Da hätte man lange anstehen müssen. Anstatt da anzustehen, haben wir dann schnell einen Proteinriegel gegessen. Dann haben wir das Museum zu Ende angeguckt und sind dann draußen irgendwas essen gegangen. Aber das Museum, mir hat es super gut gefallen. Es gab halt, also das bekannteste im Rijksmuseum ist, glaube ich, die Ehrengalerie. In der Ehrengalerie hängt ein großes Rembrandt-Bild, nämlich die Nachtwache, vielleicht sogar sein bekanntestes Bild. Das wird gerade aufwendig restauriert, beziehungsweise die Restaurierung wird vorbereitet. Und das machen sie mit einem Scanner, einem Röntgen-Scanner.
Scanner und auch kein normales Röntgengerät, sondern spezielle Röntgentechniken werden genutzt, um dieses Bild komplett einzuscannen. Und das ist ein sehr aufwendiger Prozess. Da weiß ich gar nicht, wie viel Zeit sie da planen. Ich glaube, ein Scan dauert 24 Stunden und sind irgendwie 60 Scans oder so. Also 2 Monate sind sie da nur am Scannen von diesem Bild. Und das ist irgendwie, ja, das Bild ist gut eingepackt, auch aus Sicherheitsgründen. Wie gesagt, da sind halt Röntgenstrahlen irgendwie zugange. Das heißt, man kommt nicht nah ran, was ich eigentlich ganz gut finde. So stehen die Leute halt in einem relativ großen Bogen drumherum und dadurch kann halt jeder gut sehen. Also es, so. Stattdessen ist das leider in so einen Glaskasten eingepackt und es ist eben so eine Apparatur davor, die dann irgendwie so einen Scanner hin und her fahren lässt. Sieht ein bisschen skurril aus, aber ja, ist schon beeindruckend, dieses Bild zu sehen. Das ist ja irgendwie schon in einer Linie mit Mona Lisa und Geburt der Venus, keine Ahnung. Also eins der bekanntesten Bilder der Welt. Die Nachtwache von Rembrandt, würde ich sagen. Und das ist schon toll, das Bild so zu sehen. Schade, wenn man nicht nah rankommt, aber ich fand es trotzdem ganz gut. Ich habe dann ein Selfie gemacht, weil immer wenn ich Rembrandt denke, dann muss ich an Chris Marquardt denken. Ist auch ein Podcaster, macht mit Holger den Vrindt-Fotografie-Podcast und macht noch den Happy Shooting-Podcast. Und für Happy Shooting gibt es einen Slack, eine Community, wo man sich austauschen kann. Wenn man sich da einloggt, dann kommen immer so Sinnsprüche bei Slack. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Und einer der Sinnsprüche, mit dem man begrüßt wird, während man darauf wartet, dass die Nachrichten geladen sind, ist Rembrandt. Maler. Tod. Von Chris Marquardt. So als wäre es selbstverständlich, wenn man schon Maler wird, dass man dann auch stirbt, dass man doch lieber Fotograf werden sollte. So ungefähr verstehe ich den Witz und deswegen habe ich ein Selfie mit einem sehr skeptischen Blick von diesem Bild und mir gemacht. Ich weiß nicht, ob man das verstanden hat auf Instagram und Twitter. Ist aber auch egal. Ja. Nee, ansonsten sehr viel klassische Kunst. Also unten im Museum, also unten ist halt irgendwie ganz alte Sachen. Und je weiter man nach oben kommt, desto neuer werden die Sachen. Und in den beiden Türmen des Museums sind halt so sehr zeitgenössische Sachen. Und die haben mir tatsächlich auch am besten gefallen. Eine Installation war da, ein Film, der vorgeführt wurde von einem sehr modernen Künstler. Ich habe den Namen leider vergessen. Es hieß The Flattening of the Brook. Also das Glattstreichen des Bachs. Und das ist ein Kurzfilm, 2 Minuten, wo man halt nicht in Super 8, sondern in 16 mm gefilmt, sieht man halt einen kleinen Bach und da kommt ein Typ mit einem Paddelboot, das ist ein aufblasbares Paddelboot da an, so ein Hippie, also 70er Jahre, lange Haare, irgendwie komischer Typ und holt dann eine Maurerkelle raus und versucht halt die Wellen glatt zu streichen, die er selbst gemacht hat mit seinem Ruderboot. Ich habe mich so köstlich amüsiert, das war großartig. Ja, und dann wird halt noch rangezoomt, um zu zeigen, dass die Oberfläche dann jetzt auch glatt ist. Ich glaube, beim zweiten Mal gucken sah das dann so aus, als ob das da regnet. Es kann aber auch die Filmqualität gewesen sein. Wie auch immer, ich habe mich zumindest hervorragend amüsiert über diesen Film. Ja. Nee, aber also lauter tolle Kunstwerke und auch sehr viel. Und am Ende ist man halt auch echt platt. Wir hatten ursprünglich mal vor, wenn es einen Tag regnet, dann an einem Tag beide Museen zu machen. Für das Van Gogh Museum lohnt es sich, die Karten vorher zu kaufen. Und dann muss man sich auch eine Uhrzeit ausdenken, wann man denn da rein möchte. Beim Rijksmuseum gibt es auch die Möglichkeit, vorher Karten zu kaufen. Die sind dann aber an irgendeinem Tag in den nächsten 30 Tagen gültig. Und dann hat man halt nur die Karte schon und muss nicht noch in der Schlange anstehen.
kann dann irgendwann rein. Und es ist keine gute Idee, beide Museen an einem Tag zu machen, weil man nach dem Rijksmuseum doch ganz schön voll ist. Also das ist halt so voller toller Eindrücke, dass man danach nicht unbedingt noch mehr Kunst braucht, sondern danach braucht man Entspannung. Wir sind dann eine Bowl essen gegangen. Das ist ja so der moderne Kram, den man heutzutage macht. Man geht eine Bowl, Poke Bowl essen, das hawaiianische, japanisch, koreanisch, was weiß ich. Also ich glaube, Poke Bowls kommen im Wesentlichen aus Hawaii, aber wird halt, ist ja egal, was man reintut. Ne? Also funktioniert so, man kriegt eine Schüssel, darf sich aussuchen, welche Base drin ist. Also verschiedene Sorten Reis oder Salat oder was auch immer. Dann sucht man sich sein Protein aus, also Fisch oder Hühnchen oder Tofu, und dann kann man sich halt irgendwie ein paar Zutaten aussuchen. Ich esse das gerne. Es ist halt irgendwie lustig, sich so sein Essen so zusammenzustellen. Und meistens schmeckt es auch sehr gut. Dann haben wir einen Pokeball-Laden gefunden über Google Maps, der irgendwie sehr vielversprechend aussah. Hola Poke hieß der, hatte irgendwie zwar nur 32 Bewertungen, aber die alle sehr gut und 4,7 oder 4,8. Und da sind wir dahin gelatscht, sah irgendwie nicht so weit vom Museum entfernt aus, aber war doch noch ein ganz schöner Marsch dann irgendwie wieder. Also wir waren da nach Museum, waren wir nochmal zurück am Hotel, keine Ahnung, sind auch nicht über den kürzesten Weg gegangen. Und es war so ein bisschen enttäuschend. Also die Zutaten, ich nehme dann gerne Rotkohl oder Rotkraut und irgendwie Karotten und so, aber die waren halt frisch und unbehandelt. Und bei den Pokeläden in Hamburg sind die halt immer irgendwie mariniert oder eingelegt oder sonst wie was. Und das dann natürlich schmeckt dann nochmal ein bisschen anders, hat noch ein bisschen intensivere Geschmäcker. Da war ich etwas enttäuscht und musste leider auch irgendwie eine Bewertung da lassen, damit das dann irgendwie nicht mehr so aussieht, als sei das der beste Pokeladen von Amsterdam. Ich war sowieso ab und zu mal enttäuscht in Amsterdam. Vom Hotel war ich enttäuscht, von diesem Pokeladen war ich enttäuscht. Das machte aber gar nichts. Also ich habe mich extrem wohl gefühlt in Amsterdam und ich möchte unbedingt auch wieder hinfahren. Also das war echt toll, da einfach ein paar Tage in der Stadt zu sein, die Stadt zu genießen. Und ja, ich war sehr gerne da und ich habe das sehr genossen und ich bin sehr erholt zurückgekommen. Und ich kann das nur empfehlen, da Zeit zu verbringen. Am Donnerstag waren wir dann im Van Gogh Museum und das war fantastisch. Da gab es eine Sonderausstellung zur Sonnenblume, die Sonnenblumen. Eigentlich waren es zwei Sonderausstellungen. Einmal zu seiner Krankheit. Man weiß ja nicht genau, was er genau für eine Krankheit hatte, aber irgendwas, eine Depression, eine was auch immer, irgendwie geartete psychische Krankheit hatte er. Und da wurde man so durch so enge, dunkle Gänge und so ein Spiegelgewirr und irgendwie komische Klanginstallationen durchgeführt. Das sollte halt so sein Geisteszustand irgendwie nachfühlbar machen. Ich weiß nicht, wie gut das funktioniert, aber ich fand das irgendwie ganz, ganz nett gemacht, weil zwischendurch war dann so ein Raum, der dann sehr entspannt war mit lauter gläsernen Blumen, die dann so angestrahlt worden sind, dass sie unterschiedlichste Farben hatten. Und es war so ein bisschen psychedelisch. Also nicht Kunst von Van Gogh, aber also Van Gogh spricht man ihn ja eigentlich aus. Aber ich glaube, in Deutschland ist Van Gogh üblicher. Und tatsächlich die Durchsagen, wenn sie es dann auf Englisch gesagt haben, haben sie Van Gogh gesagt, so wie die Amis das halt aussprechen. War sehr schön. Und dann, ja, Sonderausstellung zum Thema Sonnenblumen. Mir war gar nicht klar, dass er irgendwie 5 oder 6 Mal das gleiche Bild gemalt hat und eins hängt in München, eins in New York, was weiß ich wo noch und irgendwie halt eins in Amsterdam. Und die werden auch nicht mehr transportiert und ausgeliehen, weil die halt schon zu empfindlich sind. Und teilweise sind halt ziemlich genaue Kopien, die er halt selber angefertigt hat. Und teilweise sehen sie ein bisschen unterschiedlich aus, halt einfach eine Vase mit Sonnenblumen drin. Und ja, es war sehr interessant. Also auch wie die restauriert worden sind, da hatte man irgendwann mal so einen konservierenden
Bienenwachskrams drauf gemacht und dann sahen aber die Farben ganz anders aus und dann wurde irgendwie rekonstruiert, wie die Farben ursprünglich ausgesehen haben müssen und das haben sie sehr gut gemacht. Also einfach ein sehr großer Raum, wo halt dann eines dieser Sonnenblumenbilder auch hing, aber eben auch auf Displays waren dann eben die anderen Sonnenblumenbilder zu sehen und Vergleiche und was weiß ich, also ein bisschen drumherum. Dann den Herrn Gauguin, der Van Gogh dabei gemalt hat, wie er die Sonnenblumen gemalt hat und so weiter und so fort. Also sehr schön zusammengestellt. Ja, und dann das eigentliche Van Gogh-Museum, da waren wir auch schon mal drin. Das ist auch schön, da ist irgendwie unten Bereich mit vielen Selbstporträts und dann geht es so ein bisschen durch die Zeitgeschichte, frühe Jahre, Hauptzeit, dann wo er dann in Paris und Südfrankreich gelebt hat und dann so die letzten Jahre und dann auch so ein bisschen noch drumherum, so was zu seiner Familie, wie es dann nach seinem Tod mit seiner Karriere eigentlich erst losging. Also er war zu Lebzeiten war Van Gogh ja komplett unbekannt und sein Durchbruch kam dann erst, nachdem sein Bruder, ist ja nur ein halbes Jahr nach ihm gestorben ist und seine Schwägerin dann ja alles geerbt hat, die hat ihn halt berühmt gemacht und sich da ins Zeug gelegt, dass seine Bilder überall gezeigt worden sind. Das war schon ganz interessant. Mir war zum Beispiel nicht bewusst, dass Van Gogh auch großer Fan von japanischer moderner Kunst war und dass er da auch ein bisschen was gemalt hat, was so sehr japanisch aussah. War mir neu. Ich bin aber auch kein Kunstexperte. Ich genieße das trotzdem. Also ich habe da auch bei Van Gogh habe ich sehr, sehr gute Zeit verbracht. Oh, das war dann schon der Donnerstag. Was haben wir Donnerstag noch gemacht? Ach ja, richtig, genau. Nach dem Museum sind wir irgendwo was essen gegangen. Ich weiß gar nicht mehr was. Und ins Hotel uns auszuruhen, weil wir dann gedacht hatten, lass uns nochmal einen Nachtspaziergang oder Abendspaziergang machen und Nachtfotos machen von Amsterdam. Das haben wir dann am Donnerstagabend gemacht und ich hatte ja die ND-Filter dabei. Das Gute ist, nachts braucht man die gar nicht, weil es eben eh dunkel genug ist. Und wenn man die Kamera dann so einstellt, dass sie eine geringe ISO-Zahl hat, also das habe ich dann auch nur digital gemacht, Blende ein bisschen schließen, dann kriegt man eben auch Belichtungszeiten von 6 bis 13 Sekunden oder noch länger hin. Und wenn man dann so eine Gracht fotografiert, wo das Wasser dann schön glatt wird, durch so eine Langzeitbelichtung gleichen die Wellen sich dann ja aus und das sieht dann so ein bisschen silbrig aus und die Spiegelung da drin dann auch und der Rest vom Bild ist aber scharf und kann auch so ein bisschen aufgehellt werden und beziehungsweise, ja, je länger man belichtet, desto heller wird es dann eben auch. Es hat dann sehr schöne Effekte. Da haben wir dann noch ein bisschen nochmal den Spaziergang durch die Garten gemacht und nochmal ein Bierchen getrunken. Und Spotted by Locals, diese App, über die ich gerade gelästert habe, die Holger mir empfohlen hat, hat uns immerhin zu einem guten Bierlokal geführt. Ja, und das hat mir sehr gut gefallen. Das hieß, ich hab's gleich, kurz nachgucken. Wo ist es denn? Das war doch direkt bei uns. Das hieß Café des Beut, S-B-U-Y-T. Klingt wie ein Café, ist aber eine Bierbar und die haben eine riesige Auswahl an Bieren. Also die haben irgendwie 6, 7, 8 Biere am Fass und dann irgendwie noch 100 Sorten in der Flasche oder so. Tolle Tafeln mit irgendwie, wo dann alles draufsteht. Und eine, ja, einfach exzellente Auswahl an Bieren. Und ich bin ja Fan von so besonderen Bieren. Nicht immer nur Pilsener trinken, sondern eben auch mal ein dunkles, doppeltes oder ein IPA oder was auch immer. Und dann da, ja, haben wir ein paar Bierchen getrunken. Das war sehr gut. Genau, und am Freitag ging es dann schon zurück. Da haben wir noch ein bisschen gedrömelt. Da sind wir dann spät aufgestanden, weil wir am Donnerstagabend noch lange fotografiert hatten. Und dann so kurz vor 12, als wir dann raus mussten aus dem Hotel raus,
Um eins fuhr der Zug und dann dachten wir, können wir noch einmal Pfannkuchen essen, weil wir noch gar keine Pannekuchen gegessen hatten. Und trinken einen Cappuccino und essen noch einen Pfannkuchen und stellen dann fest, ja, so langsam müssen wir mal los. Und hatten uns so ein bisschen verschätzt, weil wir gar nicht genau wussten, wo wir eigentlich sind. Wir waren so ein bisschen nach rechts abgebogen, also in den östlichen Teil der Innenstadt, weil wir die noch nicht so gesehen hatten. Und mussten dann auf Google Maps uns sagen lassen, dass wir noch eine Viertelstunde zu Fuß, nee, 20 Minuten zu Fußweg zum Bahnhof hatten, aber nur noch eine Viertelstunde Zeit, bis der Zug abfuhr. Dann sind wir mit sehr schnellen, langen Schritten zum Hauptbahnhof gerannt. Im Gehen auf den Hauptbahnhof zu habe ich Steffis Koffer abgenommen, damit sie aus ihrem Rucksack die Fahrkarte rausgraben konnte, weil wir die ja noch an den Scanner halten mussten, um überhaupt in den Hauptbahnhof reinzukommen. Zum Glück wussten wir das. Und sind dann halt wirklich eine Minute vor eins am Bahnsteig angekommen, in den Zug eingestiegen und erst dann halt sofort losgefahren. Das war so ein bisschen spannend. Aber auch das haben wir geschafft. Eine wirklich schöne Reise. Das hat echt Spaß gemacht. Sehr, ja, sehr kulturell. Also mit den beiden langen Museumsbesuchen, aber auch der Botanische Garten. Sehr viel Schritte gemacht durch das Ablaufen der Grachten. Ich hätte mir noch ein bisschen mehr Zeit in Cafés gewünscht, die man einfach so im Café sitzt und was trinkt. Also auch das haben wir gehabt. Also das kam halt vor. So, es waren nur drei ganze Tage und diese zwei halben Tage. Also vom Montag haben wir tatsächlich noch relativ viel gehabt, vom Freitag eher nicht so. Und da kann man jetzt nicht erwarten, dass man wirklich den ganzen Nachmittag im Café sitzen kann. Aber nee, auch das haben wir gehabt. So, auch nach dem Nachtfotospaziergang haben wir noch bei uns in der Bar vom American Hotel gesessen und noch einen Cocktail getrunken. Die waren übrigens auch sehr gut. Die Bar schon so ein bisschen runtergeranzt. Also eigentlich schön eingerichtet, aber so ein bisschen, ja, nicht mehr. Also die Cocktailsessel und sowas alles halt nicht mehr so. Aber der Cocktail selbst, ich habe da einen Bulletproof getrunken, also mit Bullet Bourbon und lauter Sachen. Sehr lecker. Also das können sie. Ein Long Drink getrunken. Ja. Nee, werden wir wieder machen. Wahrscheinlich mit einem anderen Hotel. Aber man kann da mit der Bahn gut hin. So, war nicht schlimm. Jetzt habe ich ein bisschen Zugstolz. Nee, Zugzufriedenheit wollte ich sagen. Ja, gut. Kommen wir zum Rilke der Woche. Und der Rilke der Woche ist das Stundenbuch. Und daraus das zweite Buch, das Buch der Pilgerschaften. Ich lese euch jetzt einfach so zwei, drei Minuten daraus vor. Und werde mir dann eine Notiz machen, bis wohin ich gelesen habe. Rainer Maria Rilke, das Stundenbuch, zweites Buch, das Buch von der Pilgerschaft. 1901 steht da jetzt, warum auch immer. Dich wundert nicht des Sturmes Wucht, du hast ihn wachsen sehen. Die Bäume flüchten, ihre Flucht schafft schreitende Alleen. Da weißt du, der, vor dem sie fliehen, ist der, zu dem du gehst, und deine Sinne singen ihn, wenn du am Fenster stehst. Des Sommers Wochen standen still, es stieg der Bäume Blut, jetzt fühlst du, dass es fallen will, in den, der alles tut. Du glaubtest schon, erkannt die Kraft, als du die Frucht erfasst, jetzt wird sie wieder rätselhaft und du bist wieder Gast. Der Sommer war so wie dein Haus, drin weißt du alles stehen. Jetzt musst du in dein Herz hinaus, wie in die Ebene gehen. Die große Einsamkeit beginnt, die Tage werden taub. Aus deinen Sinn nimmt der Wind die Welt wie welkes Laub. Durch ihre leeren Zweige sieht der Himmel, den du hast, sei Erde jetzt und Abendlied und Land. Darauf er passt, demütig, sei jetzt wie ein Ding zu Wirklichkeit gereift, dass der, von dem die Kunde ging, dich fühlt, wenn er dich greift. Ich bete wieder, du Erlauchter, du hörst mich,
wieder durch den Wind, weil meine tiefen, nie gebrauchter, rauschender Worte mächtig sind. Ich war zerstreut an Widersacher, in Stücken war ich verteilt, mein Ich. O Gott, mich lachten alle Lacher und alle Trinker tranken mich. In Höfen hab ich mich gesammelt aus Abfall und aus altem Glas, mit halbem Mund dich angestammelt, dich ewiger aus Ebenmaß. Wie hob ich meine halben Hände zu dir in namenlosen Flehen, dass ich die Augen wieder fände, mit denen ich dich angesehen. Ich war ein Haus nach einem Brand, darin nur Mörder manchmal schlafen, ehe ihre hungrigen Strafen sie weiterjagen in das Land. Ich war wie eine Stadt am Meer, wenn eine Seuche sie bedrängte, die sich wie eine Leiche schwer den Kindern an die Hände hängte. Ich war mir fremd wie irgendwer und wusste nur von ihm, dass er einst meine junge Mutter kränkte, als sie mich trug, und dass ihr Herz, das eingeengte, sehr schmerzhaft an mein Keimen schlug. So. Da mache ich mir mal eine Notiz, dass ich da weiter lesen kann. 445 ist die Notiz, weil das die Episodennummer ist. Gut, dann kommen wir jetzt zu Alice im Wunderland, von der ihr schon ein halbes Jahr lang nichts mehr gehört habt. Alice im Wunderland, wir sind beim 9. Kapitel angekommen. Das Kapitel heißt Die Geschichte der falschen Schildkröte. Das sagte ich schon tatsächlich am Ende der Episode, was weiß ich, 430 oder so, die ich euch im Dezember 2018 aufgenommen habe. Also, bitte entschuldigt die lange Alice-Pause. Hier geht's jetzt weiter. Augen zu und zugehört. Du kannst dir gar nicht denken, wie froh ich bin, dich wiederzusehen, du liebes altes Herz, sagte die Herzogin, indem sie Alice liebevoll umfasste und beide zusammen fortspazierten. Alice war sehr froh, sie bei so guter Laune zu finden und dachte bei sich, es wäre vielleicht nur der Pfeffer, der sie so böse gemacht habe, als sie sich zuerst in der Küche trafen. Wenn ich Herzogin bin, sagte sie für sich, doch nicht in sehr hoffnungsvollem Tone, will ich gar keinen Pfeffer in meiner Küche dulden. Suppe schmeckt sehr gut ohne. Am Ende ist es immer Pfeffer, der die Leute heftig macht, sprach sie weiter, sehr glücklich, eine neue Regel erfunden zu haben. Und Essig, der sie sauertöpfisch macht, und Kamillentee, der sie bitter macht, und Gerstenzucker und dergleichen, was Kinder zuckersüß macht. Ich wünschte nur, die großen Leute wüssten das, dann würden sie nicht so sparsam damit sein. Einmal einen Schluck Kamillentee trinken. Sie hatte unterdessen die Herzogin ganz vergessen und schrak förmlich zusammen, als sie deren Stimme dicht an ihrem Ohre hörte. »Du denkst an etwas, meine Liebe, und vergisst darüber zu sprechen. Ich kann dir diesen Augenblick nicht sagen, was die Moral davon ist, aber es wird mir gleich einfallen.« »Vielleicht hat es keine«, hatte Alice den Mut zu sagen. »Still, still, Kind«, sagte die Herzogin. »Alles hat seine Moral, wenn man sie nur finden kann.« Dabei drängte sie sich dichter an Alice heran. Alice mochte es durchaus nicht gern, dass sie ihr so nahe kam, erstens, weil die Herzogin sehr hässlich war, und zweitens, weil sie gerade groß genug war, um ihr Kinn auf Alice' Schultern zu stützen, und es war ein unangenehm spitzes Kinn. Da sie aber nicht gern unhöflich sein wollte, so ertrug sie es, so gut sie konnte. »Das Spiel ist jetzt besser im Gange«, sagte sie, um die Unterhaltung fortzuführen. »So ist es«, sagte die Herzogin, »und die Moral davon ist, mit Liebe und Gesange hält man die Welt in Gange.« »Wer sagt denn«, flüsterte Alice, »es geschehe dadurch, dass jeder vor seiner Türe fege?« »Ah, sehr gut, das bedeutet ungefähr dasselbe«, sagte die Herzogin, und indem sie ihr spitzes kleines Kinn in Alice' Schulter einbohrte, fügte sie hinzu, »und die Moral davon ist, so viele Köpfe, so viele Sinne.« »Wie gern sie die Moral von allem findet«, dachte Alice bei sich. »Du wunderst dich wahrscheinlich, warum ich meinen Arm nicht um deinen Hals lege«, sagte die Herzogin nach einer Pause. »Die Wahrheit zu gestehen, ich traue der Laune deines Flamingos nicht ganz. Soll ich es versuchen?« »Er könnte beißen«, erwiderte Alice weislich, da sie sich keineswegs danach sehnte, das Experiment zu versuchen.
Sehr wahr, sagte die Herzogin, Flamingos und Senf beißen beide, und die Moral davon ist, gleich und gleich gesellt sich gern. Aber der Flamingo ist ja ein Vogel, und Senf ist kein Vogel, wandte Alice ein. Ganz recht, wie immer, sagte die Herzogin, wie deutlich du alles ausdrücken kannst. Es ist, glaube ich, ein Mineral, sagte Alice. Versteht sich, sagte die Herzogin, die allem, was Alice sagte, beizustimmen schien. In dem großen Senfbergwerk hier in der Gegend sind ganz vorzüglich gute Minen, und die Moral davon ist, dass wir gute Miene zum bösen Spiel machen müssen. Oh, ich weiß, rief Alice aus, die letzte Bemerkung ganz überhört hatte. Es ist eine Pflanze. Es sieht nicht so aus, aber es ist eine. Ich stimme dir vollkommen bei, sagte die Herzogin, und die Moral davon ist, sei, was du zu scheinen wünschest. Oder einfacher ausgedrückt, bilde dir nie ein, verschieden von dem zu sein, was anderen erscheint, dass, was du warest oder gewesen sein möchtest, nicht verschieden von dem war, dass du gewesen warest, ihnen erschienen wäre, als wäre es verschieden. Moment. Bilde dir nie ein, verschieden von dem zu sein, was anderem erscheint, dass du warest oder gewesen sein möchtest, nicht verschieden von dem war, dass du das, was du gewesen warest, ihnen erschienen wäre, als wäre es verschieden. Ich glaube, ich würde das besser verstehen, sagte Alice sehr höflich, wenn ich es aufgeschrieben hätte. Ich kann nicht ganz folgen, wenn sie es sagen. Das ist noch gar nichts dagegen, was ich sagen könnte, wenn ich wollte, antwortete die Herzogin im selbstzufriedenen Tone. Bitte bemühen Sie sich nicht, es noch länger zu sagen, sagte Alice. Oh, sprich nicht von Mühe, sagte die Herzogin. Ich will dir alles, was ich bis jetzt gesagt habe, schenken. Eine wohlfeile Art Geschenke, dachte Alice. Ich bin froh, dass man nicht solche Geburtstagsgeschenke macht. Aber sie getraute sich nicht, es laut zu sagen. Wieder in Gedanken? Fragte die Herzogin und grub ihr spitzes kleines Kinn tiefer ein. Ich habe das Recht, in Gedanken zu sein, wenn ich will, sagte Alice gereizt, denn die Unterhaltung fing an, ihr langweilig zu werden. Gerade so viel Recht, sagte die Herzogin, wie Ferkel zum Fliegen und die... Aber Alice, zu Alice großem Erstaunen, stockte hier die Stimme der Herzogin, und zwar mitten in ihrem Lieblingswort Moral. Und der Arm, in dem ihrigen ruhte, fing an zu zittern. Alice sah auf, und da stand die Königin vor ihnen, mit über der Brust gekreuzten Armen, schwarz blickend wie ein Gewitter. So. Bis dahin mache ich mir auch eine Notiz, dass ich da das nächste Mal weiterlese. Denn jetzt bin ich müde und die Episode ist auch schon wieder viel zu lang geworden. Aber so ist das, wenn ich viel erlebe und viel zu berichten habe. Ich wünsche euch eine gute Zeit. In 2 Wochen erscheint dann die nächste Episode. Denn jetzt, wenn ich so viel vorproduziere, kann ich auch ganz gut den 2 Wochen Rhythmus halten. Also, bis zum nächsten Mal. Hab euch alle lieb. Gute Nacht.